Sommergemeinde. Zuversicht, eine Stunde ohne Pessimismus. Diese Überschrift haben wir dem heutigen Gottesdienst gegeben. Zuversicht, 7 Wochen ohne Pessimismus. Das war das Motto der Fastenaktion, 7 Wochen ohne in diesem Jahr. Selten oder eigentlich noch nie hat ein Fastenmotto so sehr in die Zeit gepasst wie in diesem Jahr. Wir alle konnten viel Zuversicht gebrauchen. Und so erlauben wir uns heute, wenn wir mit Worten und Bildern die 7 Quellen der Zuversicht vorstellen, auch noch einmal einen Rückblick auf das, was hinter uns liegt. Es zeigt uns nämlich gleichzeitig, was wir alles geschafft haben und wo sich die Zuversicht gelohnt hat. Ich meine, dass Zuversicht ein Lebensthema von uns Christen ist und wir aus diesen 7 Quellen in allen Situationen, auch außerhalb von Corona, Kraft und Mut schöpfen können. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Die 7 Quellen der Zuversicht. Die erste Quelle, Augenweide und Seelennahrung. Ungefähr zu dem Zeitpunkt, als im März der Lockdown angeordnet wurde, begann die Natur zu erwachen und es folgten Wochen voller Sonnenschein und Frühling. Und wir durften, im Gegensatz zu den Menschen in manchen unserer Nachbarländer oder auch weltweit, hinaus in die Natur. Viele von uns hatten sogar mehr Zeit und Muße als sonst, dieses wunderbare Frühlingserwachen zu genießen. Sorgt euch nicht, sagt Jesus im Lukas-Evangelium. Seht die Raben, seht die Lilien, sie säen nicht, sie arbeiten nicht und leben doch und sind wunderschön.
Zuversicht finde ich nicht immer in mir selbst. Dann hilft ein Blick hinaus. Die Natur kann Augenweide und Seelennahrung sein. Wenn ich verzagt bin, kann das Grün an einem scheinbar toten Ast mir zeigen, so viel Kraft hat das Leben. Die zweite Quelle. Eine Frage der Blickrichtung. Geschlossene Schulen, geschlossene Geschäfte, so viele Mitarbeiter der Betriebe in Kurzarbeit. Stattdessen Nachrichtenbilder aus Italien und anderen Ländern, überfüllte Intensivstationen, medizinisches Personal am Rande der Erschöpfung und viele, viele Tote. Die Angst davor, dass die Lage auch hier bei uns kippt. Ich erinnere mich an das Volk Israel, das endlich den entscheidenden Schritt in die Freiheit geschafft hat. Der Pharao hat die Menschen endlich ziehen lassen. Aber schon scheint die Lage wieder zu kippen. Vor ihm das Meer, hinter ihm die ägyptischen Soldaten, die ihn nachjagen. Das frisch befreite Volk starrt auf die Gefahr wie das Kaninchen auf die Schlange. Statt einen Plan zu fassen, verfallen sie Pessimismus. Mose unterbricht ihr Gejammer, steht fest und steht zu, was für ein Heil Gott. Nochmal. Mose unterbricht ihr Gejammer, steht fest und seht zu, was für ein Heil Gott heute an euch tun wird. Zuversicht ist eine Frage der Blickrichtung. Starren auf die Gefahr macht zu Sklaven der Angst. Schaue ich auf das, was mich retten kann? Glaube ich an die Möglichkeit eines glücklichen Ausgangs? Zuversicht braucht auch mitunter jemanden, der oder die mich an diese Möglichkeit erinnert. Die dritte Quelle, Unmögliches möglich machen. Das Virus ohne Impfung oder ein Medikament einzudämmen, klappt nie. Es wird nie wieder so werden, wie es vor Corona war. Wir werden nie wieder in dieser Runde wie vor der Pandemie zusammensitzen. Mit solchen Sätzen nagelt es die Welt nur auf das Negative fest. Ich schneide mir die Hoffnung ab, es könnte etwas eintreten, mit dem ich nicht gerechnet habe. Die Bibel ist aber voller Geschichten darüber, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Zum Beispiel, als Abraham das Versprechen bekommt, dass er und Sarah im hohen Alter noch ein Kind bekommen werden, Sarah lacht, aber Gott macht das Unmögliche möglich. Aus diesem Glauben haben Menschen große Kraft gezogen und sie tun das bis heute. Sich nicht mit den Gegebenheiten abfinden, sondern sie zum Besseren hin zu verändern. Nelson Mandela fasst das mit diesen Worten zusammen: Es scheint immer unmöglich zu sein, bis es vollbracht ist. Herzlos, wenn sie die bittere Wahrheit nicht sehen würden. Es sind viele Menschen einsam und isoliert gestorben an Covid-19. Angehörige und Freunde hatten keine Möglichkeit, sich von ihren Toten zu verabschieden. Es haben viele Menschen ihre Existenz verloren. Es kam zum Streit und Gewalt in Familien. Menschen konnten das Alleinsein nicht aushalten. In der Bibel steht Hiob für den Schmerz und die Bitterkeit des Lebens.
Er verliert auf einen Schlag seine Kinder, seinen Besitz, seine Gesundheit. Von vielen beschworenen Licht am Ende des Tunnels gibt es hier keinen Schimmer. Hiob sagt, wie es ist. Ich wartete auf das Gute und es kam das Böse. Ich hoffte auf das Licht und es kam die Finsternis. Das ist die Realität, die auch außerhalb von Corona vielen Menschen trifft und mit denen sie leben müssen. Da hilft erstmal kein Suchen in der Asche nach Hoffnungsfunken. Die müssen ganz von außen kommen. Zuversicht ist wie ein innerer Schutzraum. Es gibt eine weitere Krise, die nicht wie bei Hiob aus dem Nichts kommt. Sie ist menschengemacht. Wir konnten und wir können sie erleben, heute besonders in den sogenannten sozialen Netzwerken. Hetze und Hass, Fake News und Verschwörungstheorien bis hin zu Morddrohungen gegen verantwortliche Politiker und Mediziner. Wie lange stellt ihr einem nach? Fragt der Beter des 62. Psalms. Eine Anzahl von mehreren treibt einen Einzelnen vor sich her. Das ist die Methode von Hassern zu allen Zeiten. Spalten, die anderen in die Vereinzelung treiben und dann fertig machen. So arbeiten die Lügenverbreiter und Hasskommentatoren damals wie heute. Was hilft? Den attackierten Beispielen. Menschen, die hinter einem treten, die zu einem stehen, um einen zu verteidigen und zu schützen. In den Psalmen finden die Bedrängten zusätzlich Rückhalt bei Gott. Ihr Glaube ist ein innerer Schutzraum, gibt ihnen innere Freiheit und einen festen Stand, sodass sie nicht wanken. Die sechste Quelle, Beharrlichkeit. Zuversicht ist beharrlich. Sie gibt nicht nach dem ersten Fehlversuch auf. Sie weiß, dass sie dranbleiben, ja vielleicht sogar nerven muss. Aber sie behält ihr Ziel im Auge, bis sie es erreicht. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Es überhaupt nicht probieren, weil es ja sowieso nichts bringt. Das ist nicht die Einstellung der Zuversicht. Sie ermutigt, trau dich, um etwas zu bitten. Wenn du nicht rausgehen möchtest, weil du zur Risikogruppe gehörst, du wirst jemanden finden, der für dich einkauft oder dich zum Arzt fährt. Viele haben in den letzten Wochen solche und ähnliche ermutigende und schöne Erfahrungen gemacht. Statt alles verloren zu geben, mach dich auf die Suche nach Lösung. Klopf an, statt zu denken, mir macht doch eh niemand auf, mich will keiner haben. Klopf an. Die siebte Quelle. Man kann sie nicht sehen. Jesus hatte keinen Grund zur Zuversicht. Er wusste, sein Leben nimmt ein böses Ende. Trotzdem hat er aus der Zuversicht auf Gott gelebt, bis zum Schluss, bis ans Kreuz. Zuversicht bedeutet nicht, dass alles gut ausgeht. Aber sie setzt darauf, dass das, was ich tue und wofür ich lebe, Sinn hat. Und dass Gott mich dabei hält. Am Ende zeigt Gott, dass diese Zuversicht nicht scheitert. Wir haben zu Ostern die Auferstehung des Gekreuzigten gefeiert. Christliche Zuversicht wagt den ungeheuren Satz, alles wird gut, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Manchmal gibt es handfeste Argumente für die Zuversicht, aber ihr Wesen ist, ich hoffe auf etwas, das ich nicht sehen kann, das ich nicht beweisen kann. Trotzdem ist da. Die Kraft und die Liebe Gottes, die wirken allen Widrigkeiten zum Trotz. Oh,
miteinander beten. Für alle, die sich für eine bessere Welt einsetzen, bitten wir, Gott sei ihre Zuversicht. Für alle, die verzweifelt sind und denen der Mut zum Leben fehlt, bitten wir, Gott sei ihre Zuversicht. Für alle, die Verantwortung tragen und die nach Lösungen für die Probleme unserer Zeit suchen, bitten wir, Gott sei ihre Zuversicht. Für alle, denen die vielen Hasskommentare Angst machen und die sich um den Zusammenhalt in unserem Land sorgen, bitten wir, Gott sei ihre Zuversicht. Die Ertrinkende im Mittelmeer retten und die auf sichere Hilfe hoffen, bitten wir, Gott sei ihre Zuversicht. Für alle, die heute geboren werden und ihr Leben vor sich haben, bitten wir, Gott sei ihre Zuversicht. Die heute sterben und durch das Dunkel des Todes hindurchgehen, bitten wir, Gott sei ihre Zuversicht. Für Christinnen und Christen weltweit, die mit der Hoffnung auf Auferstehung leben, bitten wir, Gott sei ihre Zuversicht. Für uns, dass wir nicht verzagen, sondern mit Gott Vertrauen tun, was wir tun können, bitten wir, Gott sei ihre Zuversicht. Amen. Ich wünsche dir die Unverwüstlichkeit, Tatkraft und Lebensfreude, die im Löwenzahn steckt. Ich wünsche dir die tiefe Verwurzelung einer Ringelblume. Ich wünsche dir die Geselligkeit des Flatterns, der nie alleine wächst. Ich wünsche dir die Lebensfreude und die Kraft der Sonne, die das Johanniskraut in dir wecken kann. Ich wünsche dir die Hartnäckigkeit der Brennnessel, die als Unkraut gilt, sich schwer vertreiben lässt und sich zu wehren weiß. Ich wünsche dir die Beruhigung und Entspannung, die die Melisse und der Baldrian schenken. Und ich wünsche dir Wachstum, Gesundheit und Freude an allem, was wächst und blüht. Thank you.
Kommen wir zu den Abkündigungen des heutigen Sonntages. Zum einen die Kollekte ist bestimmt für die Gemeindediakonie unserer Gemeinde und für diakonische Aufgaben der evangelischen Kirche in Deutschland. Dahinter verbirgt sich das gesellschaftliche Miteinander gerecht gestalten. Diakonische Projekte für soziale Teilhabe und zivilgesellschaftliches Engagement. Ausgrenzung und menschenfeindliche Einstellungen begegnen uns in allen Teilen der Gesellschaft. Menschen werden mitunter in schwierigen Lebenslagen an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Mit dieser Kollekte fördern Sie konkret Projekte, die Menschen vor Ort dabei unterstützen, ihrem Anliegen Gehör zu verschaffen und sich mit Mut und Zivilcourage für unser demokratisches Zusammenleben und gegen Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus einzusetzen. Vielen Dank dafür. Und dann möchten wir noch einladen zum nächsten Gottesdienst am 28. Juni in Neustadt. Es ist ein Freiluftgottesdienst.